Hallo und willkommen zu der nächsten Folge meiner kleinen Videoreihe zu Hugo Pratt und Corto Maltese. Wir sind mitten in dem Band im Zeichen des Steinbocks, was der zweite Band ist, der Corto Maltese-Reihe, bestehend aus 6 Kurzgeschichten, von denen wir die Hälfte bis jetzt bereits angeschaut haben. Interessanterweise wurde dieser Band hier nicht immer so als eine Sammlung von 6 Geschichten aufgelegt. Eine Weile oder in anderen Ländern auch gab es kürzere Versionen. Und zwar wurde dieser Band hier in 2 Hälften aufgeteilt. Und so erschien das nicht nur in Frankreich, sondern ich glaube auch in den USA. Die erste Hälfte trug den Titel Suite Caribbean, die karibische Suite. Und der zweite Teil oder die zweite Hälfte, mit der wir jetzt theoretisch anfangen würden, die trug den Titel Sous le Drapeau, der Pirat, unter der Fahne der Piraten. Die Geschichte, um die es nun geht, heißt auf Italienisch, ein bisschen Platz hier in die Mitte, heißt auf Italienisch Un Aquila nella Giungla, der Reichsadler im Dschungel. Und beginnt in Itapua, in dem Domizil von Golden Rosemouth, mit einer charmanten Unterhaltung zwischen den beiden. Corto Maltese gewohnt lässig, cool. Und ein wenig nihilistisch. Aber Hedonismus war nie ein Thema, mit dem Corto Maltese große Probleme hatte. Hier wird zum ersten Mal die Atlantikgesellschaft erwähnt, das Unternehmen, das diese Macumba-Hexen gegründet haben und mit dem sie ein beachtliches Vermögen umsetzen. Wir erfahren aber auch, dass Tristan zurück nach England reisen muss. Hier ist ja diese interessante Retourkutsche von Morgana bezüglich ihres Halbbruders. Mein Bruder ist ein Weißer und gehört nicht zu meinen Leuten. Du bist auch weiß, aber du gehörst eher dazu. Jetzt entschuldige mich. Also eine sehr beiläufige Bemerkung, die aber auch sehr deutlich macht, dass diese Leute so ihre eigenen Ansichten bezüglich der Europäer haben, was man ihnen vermutlich auch nicht so ganz verübeln kann. Diese Begegnung, die Corto hier auf dem Strand hat mit diesen 2 Matrosen, die kommt erstmal aus dem heiteren Nichts und verwirrt ja fast ein bisschen. Aber später wird das ja noch eine Rolle spielen. Also Hugo Pratt operiert da immer sehr nach den Anton Tschechow-Regeln und da wird selten etwas vorgestellt, was nicht später irgendeine Art von Payoff hat im Verlauf der Geschichte. Sei es in derselben Geschichte oder vielleicht sogar 2, 3 Bände später. Großartige Zeichnung hier. Ein ebenso großartiger Kuss hier, der eben auf die Titelseite kam. Morgana ist eindeutig mehr Corto Malteses Frauentyp, als es Pandora war. Aber verhinderte Liebe ist ein zentrales Thema von Corto Maltese. Aber Hugo Pratt versteht auch, dass darin eine besondere Spannung und Sinnlichkeit liegt, eben nicht den Vollzug zu zeigen, sondern nur die Melancholie und das Scheiden, die Severance. Die Welt wurde nicht schöner, bunter oder aufregender, indem sich Mulder und Scully schließlich geküsst haben. Das sollte allen klar sein. Und Hugo Pratt kann da durchaus sehr zynisch sein, wenn er Corto Maltese an anderer Stelle sagen lässt, wenn man sich nur den Frauen in die Arme fallen lassen könnte, ohne ihnen zugleich in die Hände zu fallen. So sind die Frauen in diesen Geschichten durchaus extrem stark, emanzipiert und außerordentlich souverän. Pratt praktiziert da eine Menge Second-Wave-Feminismus, der in dieser Periode ziemlich anachronistisch wirkt. Aber es ist auch wichtig zu sehen, dass dies eben geografische Fantasy ist. Und so ganz anachronistisch ist dies dann auch nicht, denn die Jahrhundertwende ist eben auch die Wendezeit der Frau, und auch der Aufstieg der freiheitlichen Frau, die Flappers, die in den Nachtclubs Charleston tanzen und natürlich der
selbstbewusste Tango Argentino in Buenos Aires, dem Hugo Pratt eines Tages einen ganzen Corto Maltese Band widmen würde. Aber Corto Maltese und die Frauen, das ist durchaus ein feuilletonistisch starkes Thema. Großartige Zeichnung hier. Ich glaube, solche Grafiken haben durchaus Claude Auclair beeinflusst. Also ich kann da so ein bisschen diesen Stil in seinen Zeichnungen dann auch entdecken. Und da Corto Maltese immer ein paar Eisen im Feuer hat, wenn es darum geht, Schätze zu suchen und zu bergen, erinnert er sich daran, dass er eigentlich deshalb nach Südamerika ging. Zumal eine der Locations, die er schon eine Weile im Visier hat, nun auf ihrer Strecke liegt, und zwar unweit des Amazonas-Delta. So begibt sich Corto nun auf jene Schatzsuche, die er eigentlich die ganze Zeit geplant hatte. Das ist auch ein zentrales Thema dieser Geschichten, dass Corto eigentlich nur ein einsamer Schatzsucher sein möchte, der wenig Interesse an Politik und Umwälzungen hat, doch unentwegt in dieser historischen Situationen verwickelt wird. Der Rio Araguari ist ein Fluss, der unweit des Amazonas-Delta den Atlantik erreicht. Nördlich davon ist die kleine Maracó-Insel, die aber heute eher Maracá heißt, glaube ich. Wir sind hier also ganz nahe am Äquator. Eine Geschichte, die ich mal gehört habe, und ich weiß nicht, ob die stimmt, weil das ist bei der Hugo Pratt-Biografie immer so eine Sache. Auf jeden Fall, dass in genau dieser Region hier Hugo Pratt eines seiner vielen Kinder gezeugt hat, einen Sohn. Ich weiß nicht, ob es jetzt viele sind, aber es ist auf jeden Fall immer ein bisschen ominös, wenn man sich eine Übersicht seiner Biografie anschaut. Aber auf jeden Fall scheint er ein Kind zu haben, das aus dieser Gegend hier stammt. Hier gibt es ein Wiedersehen mit den Deutschen. Diesmal eine Einheit aus kolonialen Truppen mit einheimischen Söldnern vermischt. Corto Maltese findet schnell heraus, dass das hier eine recht klandestine Operation ist, da die Deutschen Treibstoff einkaufen. Dies aber hier an diesem abgelegenen Ort tun, in diesem Flussdelta, da ihre brasilianischen Lieferanten sie offiziell nicht beliefern dürfen. Damit stellt sich die Frage, die nur durch einen Corto Maltese Band aufkommen kann, nämlich welche Position vertrat Brasilien im Ersten Weltkrieg? Die einfache Antwort wäre, Brasilien war im Krieg neutral. Doch die Wirklichkeit ist natürlich wie immer etwas komplizierter, zumal die gesamte brasilianische Wirtschaft von Exporten in die ganze Welt abhängig war und damit ein grundsätzliches Raushalten aus den Kriegsbemühungen nicht möglich war. Allerdings galten die Verkäufe von kriegsrelevanten Gütern wie Diesel an die Deutschen eindeutig als ein Bruch mit der Neutralität, weshalb das hier derartig inoffiziell abgewickelt wird. Aber es ist auch geografisch nicht ganz so abwegig. Das Amazonas-Delta und die Küste von Afrika sind gar nicht so weit weg auseinander. Zumindest nicht für ein modernes Kanonenboot. Das hier ist auch großartig. Das ist, finde ich, einer der stärksten Augenblicke der ganzen Corto Maltese-Geschichte. Wenn Tristan zu ihm sagt, ja, aber die Deutschen sind unsere Feinde. Und Corto sagt einfach nur, ich habe keine Völker zum Feind. Ist einfach nur cool. Aber Corto Maltese ist offensichtlich kein Leser der Welt, der Taz oder der FAZ, vom Spiegel gar nicht zu sprechen. Der Versuch, ihn für irgendeine nationale Hassideologie einzuspannen, ist stets zum Scheitern verurteilt. Das ist dann natürlich der Payoff für diese überraschende martialische Begegnung mit dem afrikanischen Söldner, den Corto am Anfang auf dem Strand hatte. Sehr interessant finde ich ja diese Zeichnung hier. Also das ist ja so, dass Hugo Pratt kommt nicht unbedingt jetzt aus der Karikatur als Zeichner. Das könnte man jetzt nicht als seinen Hintergrund ansehen, aber es gibt natürlich Afrikaner mit extrem ausdrucksvollem, starken Profil.
Aber es besteht ja kein Zweifel daran, dass wenn Hergé sowas gezeichnet hätte, dann hätte es einen riesigen Shitstorm gegeben. Und man hätte die Zeichnung vermutlich als rassistisch abgetan, weil sie zu sehr einem Menschenaffen ähnelt von der Art. Aber das Thema ist ja hier eher, dass Hugo Pratt da wirklich über jeden Zweifel erhaben ist. Also man kommt ja eigentlich gar nicht so richtig auf die Idee und es hat sich in dieser Weise auch niemand jemals geäußert, was ja recht deutlich zeigt, wie relevant es bei einer solchen Kunstform ist, was für ein Renommee man als Künstler und Autor besitzt und welchen Ruf man hat und gegen welche Widerstände man da anzukämpfen hat. Und der ethnografisch extrem bewanderte Weltreisende Hugo Pratt war da eben über jeden Zweifel erhaben. Auch eine großartige Komposition, ein bisschen mutiger, aber eigentlich sehr stark, finde ich. Cortos Schicksal ist immer von allerlei Ironien begleitet. So sinkt der brasilianische Tanker genau in dieser Bucht, in der Corto in aller Ruhe nach dem Schatz suchen wollte. Doch bald wird es hier nicht mehr ruhig und gemütlich sein, gemessen daran, dass hier gerade ein riesiges Schiff untergegangen ist. Also kann er nichts anderes tun, als einfach mit den Schultern zu zucken und auf seine Schatzhebung oder seine Schatzsuche verzichten. Die Reise muss einfach weitergehen. Und das wird dann ein Thema sein für das nächste Video, wenn wir uns da auf die Spur des Totenkopfs begeben. Eine Kurzgeschichte, deren italienischer Originaltitel mir sichtlich Schwierigkeiten bereiten wird. Dazu dann aber beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.